Da, so weit vor sind wir noch gar nicht gegangen gewesen. Ach, keine Ahnung. Oh, Moment mal, mein Leben! Da vorne ist ein Troll. Der geht aber in die andere Richtung. Okay. Ah, wir haben es entdeckt. Ellenglün. Oh, sieht schön aus und riesig. Ah, da ist der Eingang. Wir sehen uns natürlich erst noch um. Wieso fliegt hier so ein Nadius fahren? Naja. Ich möchte erst hier entlang. Aha. Wieso fliegt hier blauer Eisenhut? Das war doch blauer Eisenhut, oder? Hier fliegt ein Pilz. Also der fliegt eindeutig. Bei dem anderen hätte man wenigstens noch argumentieren können, ja, es backt irgendwie in der Wand. Aber das fliegt ja direkt. Hier fliegt irgendwie alles. Und es gibt hier eine weitere Höhle dann. In der Richtung. Das heißt, wir sind jetzt so gegangen und jetzt könnten wir da noch weiter. Schön, dass wir das alles erkunden, Leute. Und finden. Und das alles nur wegen dem Dedra-Schrein. Hätten wir mit dem einen Typ nicht gesprochen und die Markierung bekommen, dann hätten wir das alles gar nicht entdeckt. Denn von hier aus haben wir das ja gar nicht gefunden. So, das hier möchte ich mir noch ansehen. Wo es hier hoch wohl geht. Da drüben ist irgendwas. Ah. Natternkopf war es. Okay. Nicht blauer Eisenhut. So, aber sonst gibt es hier nichts. Na gut, dann gehen wir jetzt da rein, Leute. Ah. Au. Einmal speichern. Super, es geht noch. Dann machen wir das jetzt durch. Wow. Und Tote. Fürchterlicher Zombie war das. Hier ist alles unter Wasser. Ich sehe sonst keine Gegner. Ah! Was war das? Ah, okay. Da vorne auch. Und da ganz vorne ist auch wieder so ein Eisengitter als Falle. Bis hierher geht es. Au. Noch ist es nicht aktiviert.
das nicht wäre hinter der Säule versteckt. Ah. Jetzt bin ich gut versteckt. Ein kleiner Seelenstein. Ohne oder mit Seele? Das habe ich jetzt gar nicht nachgesehen. Ohne Seele. Au. Schön. Das war auch so einer. Kein Grund zur Sorge, schätze ich. Meine Augen spielen mir nur einen Streich. Genau. Du bist doch 100 pro ein Totenbeschwörer. Ja. Irgendwie verstecke ich mich hier gerade ein bisschen schlecht. Kleiner Seelenstein. Hier ist ein gutes Versteck. Größerer Seelenstein mit größerer Seele und 79 Gold. Irgendwie ist das nicht sehr gut, wenn die Tür sich von alleine öffnet, Leute. Das ist garantiert eine Falle. Ja. Interessanterweise, Leute, waren die nicht ganz unten. Ich glaube, das war ein Bug. Die hätten eigentlich ganz unten sein müssen, sodass man nicht erkennt, dass es eine Falle ist. Man glaubt vielleicht, oh, da kriegt man Valar-Steine, dann geht sie hoch und dann ist es eine Falle. Und die Tore schließen sich. Eigentlich sehr geil gemacht. Wäre es eigentlich. Ich will hier mal unter Wasser nachsehen, Leute. Was hier irgendwas Tolles gibt. Benutzt mir Auftrieb dafür. Hier ist bestimmt irgendwo was versteckt. Ach, das ist die Leiche des Skelett-Champions. Hier ist tatsächlich nirgendwo was versteckt. Also das ist schade.
Unser letzter Pfeil der Stille. Totenbeschwörer. Das heißt, ab jetzt müssen wir wieder Gift, Magiegifte nehmen. Novize, 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 Seelenstein, Seelenstein, Novize. Was haben wir hier? Allgemeiner Seelenstein ohne Seele. Nein, nein, die Knochen will ich nicht. Die können da bleiben. Da ist sogar ein Bett. Wir haben also das Versteck eines Totenbeschwörers ausgeräumt, Leute. Und ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das war's. Dann gehen wir. Au. Die Fallen habe ich ja ganz vergessen. Wow, plötzlich kommt dann noch eine weitere Falle hinzu. Also ein weiteres Ball. Okay, 500. Nein, wir können nicht draußen speichern. Dann machen wir das hier drinnen. Super. Wie viel wiegen wir? 495. Dann gehen wir jetzt zu dieser Höhle. Ist ja das Einzige hier, oder? Ja. Gehen wir zu der Höhle. Nordosten. Hierhin also irgendwo. Das ist noch eine Siedlung, Leute. Toll. Und noch plötzlich noch eine Höhle. Wir finden so viel, dass wir eigentlich gar nicht gefunden hätten. Das ist aber schön. So, wir haben schon eine Höhle entdeckt. Die Rotwachtalhöhle, ist sie hier? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Oh, und da geht plötzlich das Feuer an. Haha. Okay. Gehen wir rein. So, speichern wir. Super. Der Speicherstand geht noch. Schon wieder Bestien. Oh, das war ein Headshot. Und das im Fallen, Leute. Hä, hey, Moment mal. Wieso verliert der so viel Leben und so schnell? Das andere waren doch immer Oger. Sind das etwa keine Oger? Der war so schnell besiegt, Leute. Das sind Oger. Vielleicht eine andere Art. Welche Art Oger ist das? Ein Rotwardonental-Oger-Anführer. Lol. Wahrscheinlich haben wir den. Gibt es irgendwo eine Quest, dass wir die besiegen müssen? Ist gut, dann haben wir die jetzt schon gemacht, Leute. Beziehungsweise machen sie jetzt.
Gehen wir da runter. Erst hier entlang. Vielleicht haben die auch irgendwas gestohlen oder so und wir müssen das wiederfinden. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, er sieht uns. Ja, er sieht uns. Der ging ins Knie. Kein gutes Zeichen. Zumindest für ihn nicht. Aber wenn das eine Questhöhle ist, dann glaube ich nicht, dass es hier mehrere Abschnitte gibt. Denn das ist nur so eine Nebenquesthöhle. Und dann auch noch so schwache Oger. Das heißt, die Höhle ist für Anfänger gedacht. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier allzu viel geben wird. Ja, gehen wir hier mal weiter. Moment mal. Aha, wir haben schon fast alles erkundet. Cool. So, hier kommen wir jetzt, glaube ich, dahin zurück. Genau. Wir kamen ursprünglich von hier, sind von oben runter und dann hatten wir hier die Wahl, da lang oder da lang. Und wir sind da lang gegangen. Das heißt, wir können jetzt hier wieder zurückgehen und den Weg da geradeaus weiter. Das ist der einzige, den wir jetzt noch haben. Ruder, eine Hake, Garn, Stoff, gefalteter Stoff. Ich glaube, wir sind hier fertig, Leute. Ja. Also das mit dem Feuer, ich weiß nicht, war das schon immer so? Das kommt mir irgendwie so seltsam vor. Da ist der Ogre-Anführer. Das war ja der erste, den wir getötet haben. Waren die anderen eigentlich auch Ogre-Anführer? Egal. Gehen wir. Wir sind hier fertig. Es ist 8.50 Uhr. Wir könnten draußen speichern. Machen wir das. Super. So, also es gibt hier die Siedlung und da nochmal eine Höhle. Wie viel
wiegen wir. Machen wir die Höhle noch weiter. In die Siedlung können wir... Oh, ein Oblivion-Portal, Leute. Also das machen wir definitiv nicht mehr heute. Wir kommen noch auf die Straße nach Koroll, wenn es so weitergeht. Ein Daedra-Schrein. Eine Siedlung... Also hier gibt es plötzlich wieder so viele Leute. Schlangengrubenhöhle haben wir entdeckt. Ah, da. Kommt man da gut rein? Hm. Okay, also es gibt hier noch ein Oblivion-Portal. Ein Daedra-Schrein. Also hier ein Daedra-Schrein. Da ein Oblivion-Portal. Und da, glaube ich, irgendwo noch eine Siedlung. Schön. Dann machen wir jetzt aber erstmal diese Höhe, die Schlangenschlundhöhle. Schlangengrubenhöhle. Jetzt ist hier plötzlich noch eine Einheitruine aufgetaucht, Leute. Die hier irgendwo sein soll. Das heißt, so im Halbkreis hier, oder drei... Ja doch, Halbkreis hier sind lauter... Also noch vier Orte versteckt. Lol. Okay, gehen wir da rein. Speichern wir hier.